Nach Lähmungserscheinungen in der Schultermuskulatur war ein weiterer Eingriff notwendig. Jetzt konzentriert sich der Steirer wieder voll auf das Training. Konditionstraining und Krafttraining und vielleicht gehe ich nächste Woche ein bisschen Skifahren, aber jetzt nur Freiskifahren ohne Stangentraining, das kommt dann erst wieder Anfang November. Unter Druck setzen will sich Kröll jetzt nicht. Der Fokus liegt ganz klar bei den Abfahrtsklassikern im Jänner. Ich nehme es nicht locker, aber ich konzentriere mich sicher einfach auf das, dass ich mich vor Rennen wirklich steigere, dass ich eben genau dann dort richtig in Form bin und dick da bin, wenn es um die großen Sachen geht. Nach seinem schweren Sturz im Super-G in Lenzerheide, bei dem er sich den linken Oberarm gebrochen hat, hat Kröll eines gelernt. Also ich fahre sicher nicht mehr, wenn es ein Rennen ist, aus dem habe ich gelernt und ich werde da dafür einsetzen, dass wenn es wieder so abstimmen oder irgendwas in die Richtung geht, dass ich da einfach für im Namen der Sicherheit dann auch red. Das große Ziel neben den wichtigen Rennen in Wengen und Kitzbühel ist eine Medaille bei den Olympischen Spielen in Sotschi.